ARD. Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist, und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, warum wollen wir einen Anführer? Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, wieso formuliert der die Frage so? Denn vielleicht willst du gar keinen Anführer. Aber es gibt einen Anlass, warum ich die Frage stelle. Genauso, wie ich sie stelle. Denn der Anlass ist eine Studie, die zeigt, dass der Wunsch nach einer autoritären Führung in Deutschland größer wird. 21% der Ostdeutschen und 25% der Westdeutschen könnten sich nämlich Folgendes vorstellen. Wir brauchen einen starken Mann, wir brauchen einen Führer, der mal mit starker Hand hier durchgreift. MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt. Der, den ihr gerade gehört habt, das ist Professor Oliver Decker. Oliver Decker ist Chef des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts für Demokratieforschung an der Uni Leipzig und einer der Autoren der sogenannten, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig ausspreche, der sogenannten Autoritarismus-Studie. Die kommt alle 2 Jahre raus und befasst sich damit, in welchem Zustand sich unsere Demokratie befindet und wie verbreitet extremistische Einstellungen sind. Als wir über die Zahlen reden, frage ich Oliver Decker, ob das für ihn überraschend kommt. Und auch, dass der Wunsch nach einem starken Mann im Westen mittlerweile größer ist als im Osten, was mich beispielsweise überrascht. Nö, nicht wirklich, sagt Decker. Die Idee, dass wir einen starken Mann brauchen, ist relativ stabil verankert. Aber Decker findet etwas anderes noch viel bemerkenswerter in der Studie. Was mich wirklich beschäftigt, ist gar nicht so sehr der Wunsch nach einem Führer, sondern dass dieser Wunsch sehr viel stärker noch ist nach einer starken Partei. Da sehen wir im Grunde genommen, dass mehr oder weniger sich das fast 50% vorstellen können. Fast die Hälfte der Deutschen. Also wenn man es positiv formuliert, sind starke, durchsetzungsfähige Parteien ja erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Ich frage also nochmal nach. Es geht nicht um starke, durchsetzungsfähige Parteien, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern fast die Hälfte der Deutschen könnte sich vorstellen, dass es die eine, wirklich die eine Partei geben sollte. Naja, ähnlich wie die SED in der DDR oder die KP in China. Das ist der Wunsch. Exakt. Es geht nicht um eine große Zahl an Parteien, die dann miteinander in der Arena, im Parlament ringen um den richtigen Weg. Nein, im Gegenteil, genau das soll nicht der Fall sein. Es wächst also nicht das Verlangen nach einem starken Anführer, sondern nach einer autoritären Partei. Es soll eine Partei sein, die verkörpert den Volkswillen. Das Volk ist möglichst einheitlich, da gibt es keine Differenzen. Dann ergibt sich der Wille ja sozusagen. Da muss man auch nicht mal groß Aushandlungsprozesse einleiten. Und das Interessante an der Sache ist, ja, das kann ein Führer sein, das gibt's auch immer mal wieder. Wir sind aber in einer Phase, da soll es eine Partei sein. Und das finde ich unter verschiedenen Aspekten sehr, sehr wichtig zu registrieren, weil es natürlich auch nochmal einen Hinweis darauf gibt, was hier gerade passiert. Und was passiert gerade? Erstens sagt Decker, im Moment gibt's ihn wohl nicht, den charismatischen Führer, der viele Deutsche hinter sich vereinen könnte. Und zweitens folgt der Wunsch nach einer starken autoritären Partei unserem Instinkt zur Gruppenbildung. Es gibt den Trend, dass Gruppenzugehörigkeiten immer wichtiger werden. Völlig unabhängig, wo man sich politisch zu Hause fühlt. Ob Sie nach rechts oder links schauen, es ist total wichtig, zu einer Gruppe zu gehören, die harte Normen hat. Und das führt ja auch zu einer Polarisierung, die wir sehen können. Und diese Polarisierung liegt so offen zutage, dass es nahe lag, dass es um sowas geht wie, das kommt aus der Gruppe raus. Das muss man sich so vorstellen, vielleicht wie ein Fußballverein. Nur, dass es hier halt politisch gemeint ist und damit wird es antidemokratisch. Gruppenbildung mit harten Normen. Übersetzt heißt das auch Gruppen mit ideologisch gefestigten Positionen. Das hört sich nicht nach Dialog an, nicht nach Gesprächsbereitschaft. Das, was wir alle gerade erleben. Aber da sind wir schon bei einem anderen Problem, das unsere Demokratie seit geraumer Zeit hat. Das sind nicht autoritäre Wunschvorstellungen und Interessen. Das ist der Zustand, in dem sich unsere Demokratie selbst befindet und solchen Wünschen Nahrung gibt. Ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir zwar keinen starken Mann, aber Parteien, die anpacken, die nicht nur reden, sondern auch das Rentensystem, das Steuersystem, das Bildungssystem, die Pflege, das Gesundheitssystem mal nachhaltig verändern.
die Bürokratie abbauen, die mal ein solides Einwanderungsgesetz hinkriegen. Gefühlt reden wir nämlich seit 25 Jahren davon. Und was passiert? Nichts. Eigentlich wirklich nichts Spürbares. Das Interessante an der Sache ist ja, dass ich Ihnen da total zustimmen kann. Wir haben durch eine politische Entwicklung der letzten Jahre eine marode Infrastruktur. Die Schulen sind kaputt, die Bundesbahn ist am Ende. Und das fiel ja nicht vom Himmel. Ja, das Gesundheitssystem wird von demjenigen reformiert, der es vor 25 Jahren als Sachverständiger reformiert hat, damit es in dem Zustand ist, in dem es jetzt ist. Das sind ja alles desaströse Entwicklungen. Das ist das eine Problem momentan, sagt Ecker. Und das andere ist mindestens genauso grundsätzlich. Das ist die fehlende Debattenkultur. Nämlich, dass viele Entscheidungen wie der Corona-Lockdown oder die Abschaltung der Kernkraftwerke immer als alternativlos bezeichnet werden. Das Problem an der Sache ist, dass wir mindestens seit Merkel die Losung haben der Alternativlosigkeit. Es wird nicht mehr verhandelt. Und die Lösung jetzt auf eine starke Partei zu setzen, die auch nicht mehr verhandelt, setzt ja sozusagen auf dieselbe Fiktion. Was in der Zwischenzeit aufgelaufen ist, ist eine wahnsinnige Frustration und wahnsinnige Wut. Zum einen ist der Wunsch nach einer einzigen, in Klammern autoritären, Partei zumindest erklärbar. Das kann man sich herleiten aus dem, was passiert und was eben nicht passiert. Zum anderen ist das völlig widersinnig und überhaupt nicht logisch, wie Decker meint. Also fehlende Alternativen durch Alternative zu ersetzen, die gar keine Diskussion mehr zulässt. Egal, das Modell Demokratie verliert offenbar immer mehr an Attraktivität und Vertrauen. Oliver Decker erzählt eine Geschichte, die von dem Soziologen Leo Löwenthal stammt, der Populismus und Demagogie der Nazis analysiert hat. Die Geschichte von der Busfahrt über Land ist genau das, was wir heute erleben, finde ich. Der Bus ist voll, die Menschen sind ganz eng eingepfercht, die Luft ist schlecht, es geht kaum vorwärts, sie sind alle unzufrieden. Was macht der faschistische Agitator? Der sagt, lass uns die Ausländer rausschmeißen, dann haben wir hier kein Problem, haben wir genug Platz. Was sagt der Demokrat? Liebe Leute, ich habe den Verdacht, es sind zu wenig Busse auf der Linie eingesetzt. Wenn wir uns zusammentun, dann können wir erreichen, dass mehr Busse fahren, dann haben wir alle mehr Platz, das ist doch gut. Schnelle, einfache Lösungen auf Kosten anderer sind meist nicht das Cleverste. Das zeigt uns die Geschichte immer wieder. Da geht es gar nicht nur um Ausländer, das gilt generell. Aber wir mögen schnelle und einfache Lösungen. Aber dabei müssten wir doch alle wissen, dass, wenn es juckt, das Kratzen zwar die schnellste und einfachste Reaktion ist, aber nicht unbedingt die beste Lösung. Sondern das macht die Wunde größer und infektiöser. Das ist ein Bild, das Decker in diesem Zusammenhang mehr erzählt. Und ich frage, das müssten wir doch aber alle wissen. Wir sind doch lernfähige, rationale und auch kluge Wesen, oder? Ich bin Psychologe und insofern weiß ich, Menschen haben Gründe zu handeln. Ob sie ihnen immer vollständig bewusst sind, ist eine andere Frage. Und ob sie wirklich klug sind, auch. Wir haben hier also eine Studie vorliegen, die wissenschaftlich gut unterlegt ist. Über 2500 Teilnehmer aus allen Bevölkerungsschichten. Dick und dünn, jung und alt, schwarz und weiß, mit unterschiedlichen sexuellen Vorlieben. Veganer und solche wie ich, die gern auch mal richtig Rinderhack essen. Ihr wisst, was ich damit sagen will? Also, da gibt's wenig dran zu rütteln. Die ist ziemlich aussagekräftig. Und diese Studie hat eben nicht nur Statistik zu bieten und sagt, dass 40-50% nichts gegen eine autoritäre Partei hätten, sondern sie sagt auch etwas über die Stimmung im Land aus. Das ist zustimmungsfähig. Und das kann man dann auch im Freundeskreis sagen, dass man sagt, da muss doch mal jemand kommen, da reinhaut. Aber wenn man sich vor Augen führt, es geht ja darum, dass ein Viertel der Bevölkerung das für eine legitime Aussage halten, dann merken sie, aha, das werden die auch auf der Straße, im Gespräch, im Café, unter Freunden, bei Verwandten sagen. Und das bleibt bei den anderen ja auch nicht so in den Klamotten hängen, sondern bestimmt so die Alltagsatmosphäre. Und diese Stimmung nimmt auch im Westen Deutschlands zu. Auch das ist eine Erkenntnis, die ich so nicht vermutet hätte. Der Osten ist durch die Wahlen sozusagen 2 Jahre voraus. Das wird dann nur sichtbarer. Das Problem werden wir aber auch im Westen haben und die Zahlen deuten es sehr klar an. Wir haben also eine klare Antwort auf die Frage, warum wollen wir einen Anführer? Es ist in erster Linie der Zustand unserer Demokratie, der diese Sehnsucht befördert. Was wir jetzt also bräuchten, sagt Decker, wären lebendige Debatten, eine gemeinsame Suche nach Lösungen, um sie dann auch entschlossen umzusetzen. Was wir jetzt bräuchten, wäre wirklich eine politische Diskussion. Wie wollen wir eigentlich zusammenleben?
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.